Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viel Glück gehabt. Wir haben eine Socke geschenkt bekommen, wir haben eine Waffe geschenkt bekommen, nachdem wir sie hergegeben haben. Und wir sind gerade mitten dabei zu entkommen. Und zwar müssen wir jetzt auf Sheila warten. Ja, das kriegen wir auch noch hin. So, wir gucken mal, wie geht's ihr? Ist immer noch schwach. Essen haben wir noch vier. Keiner ist hungrig, okay. So, Captain Thompson, draußen wartet ein Lieferant. Er schaut da aus einer Art Wurmloch heraus. Auf der Schachtel hinter ihm steht Pegasus Pizza, Lieferung in 300 Millisekunden oder Sie erhalten Ihr Geld zurück. Er wedelt verärgert mit einer fetten Schachtel. Sein Akzent ist nicht einfach zu entziffern. Ich frage mich, von wo oder wann er kommt. Sollen wir versuchen, mit ihm zu sprechen oder ihm etwas von Wert gegen seine Schachtel mit Zeug eintauschen? Ich gebe ihm die Statue, die ist eh kaputt. Können wir eine neue bauen? Was soll's? Reparieren kostet, glaube ich, genauso viel wie neu herstellen, ne? So, der Lieferant von Pegasus Pizza zeigte keine besonders freundliche Reaktion, als du mit dem Artefakt herumgewedelt hast. Er wurde sogar wütend. Er hielt es offenbar für geschmacklos. Dann zog er eine futuristische Muskete und feuerte aus dem sich schließenden Wurmloch auf uns. Der erste Schuss bohrte direkt ein kleines, oh nein, ich bin verletzt, Loch durch das Artefakt. Das zweite streifte dich, werter Herr. Zum Glück war der Schuss nicht tödlich. Ja gut, das haben wir verkackt. Das haben wir verkackt. So, du sollst fit werden. Wie sieht's aus? Wir können kein Essen mehr herstellen. Wir können das Ding hier reparieren, was wir auch machen. Ah, reparieren? Hätte uns das hier gekostet, Chemikalien und neu herstellen sind die Steine. Stellen wir neu her. Gut, wir haben Verbandskasten verloren. Ist ein bisschen tragisch, ja. Naja. Das Shuttle ist in Gefahr, Captain. Wir befinden uns in der Flugbahn eines bösartigen Sturms mit einer üblen chemischen Zusammensetzung, die unsere Luftfilter beschädigen könnte. Sie müssen geschützt werden, doch die Funksteuerung funktioniert durch den von den Winden verursachten Mikroschaden nicht mehr. Sie müssen manuell geschlossen werden. Der giftige Tornado ist nah genug, dass es Selbstmord wäre, ohne die richtige Ausrüstung hinauszugehen. Wenn du etwas unternehmen kannst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Zum Glück haben wir die Gasmaske gebaut. Aber Megan muss sich erholen. Wir brauchen neues Essen. Normalerweise hat es einfach gereicht, ihr die Puppe zu geben. Ich weiß nicht, warum es diesmal nicht funktioniert. Das war knapp, Captain. Zum Glück hattest du die richtige Ausrüstung, um hinauszugehen und unsere Luftfilter manuell zu schließen. Selbst mit deiner Maske würdest du es in Zukunft lieber vermeiden, dich giftigen Winden stellen zu müssen. Das Shuttle wird sicher etwas muffig, bevor ich die Gelegenheit bekomme, etwas frische Luft hineinzubekommen. Das ist aber immer noch besser, als zu Tode zu ersticken. Sobald die Winde über uns hinweggezogen sind, öffnen wir die Filter und alles wird wieder normal. Okay. Megan ist weiterhin schwach. Ist nicht gut, dass sie schwach ist. Ist nicht gut. Werter Herr, Besatzungsmitglied Mann hat etwas Merkwürdiges in unserer Nachbarschaft entdeckt. Ein Weltraumgeist, der geradewegs auf unser Schiff zuschwebt. Haben wir etwas Ungewöhnliches da, woran er interessiert sein könnte? Ja, das Artefakt. Aber ich habe es gerade erst gebaut. Ich kann es jederzeit neu herstellen. Also, Steine habe ich mehr als genug. Der Weltraumgeist schwebte auf dich zu und wedelte mit einem protoplastischen Mikrofon. Du stießt das Artefakt in seine Richtung, er explodierte und hinterließ einen Schleimhaufen. Gut gemacht, werter Herr. Wen sonst würde Besatzungsmitglied Megan in einer solchen gespenstischen Situation rufen? Ghostbusters. Befreundet. Na komm, ich gebe dir was zu essen. Wir haben zwar nicht mehr viel und es wird langsam knapp. Ich könnte recyceln. Das Telefon, das Klebeband, die Schaufel, es gibt mir alles Essen, ne? Also alles würde mir in diesem Moment Essen geben. So würde mir ich kann? Das ist ja crazy. Ich kann das Artefakt recyceln und einfach neu herstellen. Wir würden. Das ist ja voll der Lifehack. Alter. Mit Steine haben wir mehr als genug. Guck noch mal kurz, was hier abgeht. Okay.
Ja, wir recyceln einfach die Statue und bauen sie gleich neu auf. Was ist denn los? Kriegen wir einmal Essen? Captain, es ist soweit. Sheila hat einige Werkzeuge zum Teilen gesammelt und kam mit einer letzten Bitte zu eurem Schiff. Ihr sollt ihr dabei helfen, den Eingriff durchzuführen, der endlich dafür sorgen wird, dass Dumbo ihre Liebe erwidert. Sie hat an ihrem zukünftigen Geliebten eine Notfalldeaktivierung durchgeführt und ihn zu euch gebracht. Das ist etwas extrem, aber für den Eingriff nötig. Sie behauptet, dass Dumbo genau das wollen würde. Sie legt, sie behauptet, dass er genau das wollen würde. Ist auch nicht schlecht, ne? Sie legt sein Leben in eure fähigen Hände. Dieser Eingriff wird sehr anspruchsvoll sein. Wer von euch ist der Aufgabe gewachsen, Captain? Das gucken wir mal nach. So. Intelligenz ist clever. Beide sind clever. Geschmeidig und fit. Passa. Okay. Dann bin ich hier momentan die beste Wahl. Okay, oh, ich hoffe, das wird gut gehen. Ah, ich hoffe, das wird gut gehen. Oh, zum Glück habe ich ihm was zu essen. Okay, ich habe ihm was zu essen gegeben. Das würde er jetzt nämlich brauchen. Übrigens, hier spielt jemand Tic-Tac-Toe. Ich versuche das mal hier mal aufzuklären. Wenn ich jetzt da ein X hin mache. Nee. Ich mache hier ein X hin, ne? Mach hier jetzt ein X hin. Dann hat nämlich der Kreistyp keine andere Wahl und muss entweder hier einen Kreis machen oder da einen Kreis. Und dementsprechend, wo er es hinmacht, werde ich es auf der anderen Seite hinmachen. Und dann habe ich gewonnen. Zum Beispiel macht er hier seinen Kreis hin. Dann mache ich hier mein X hin, habe gewonnen. Boom. Macht er hier seinen Kreis hin, mache ich da mein X hin. Boom, gewonnen. Ich glaube, ich habe nochmal dasselbe gezeigt, ne? Macht er hier seinen Kreis hin, mache ich hier mein X hin, mache ich boom, gewonnen. So. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das Spiel richtig einfach zu spielen ist. Ja, gut. Gucken wir mal, was passiert. Tag 43. Ich habe keinen Timer gestartet. Cool. Was ist denn hier passiert? Okay. Nun, Captain, deine geschickten Hände haben diese Aufgabe so einfach aussehen lassen, aber bist du dir sicher, dass das die beste Herangehensweise war? Sheila hat die Waffe zweckentfremdet und die gefährlichen Teile in einige sehr wichtige Stellen hineingesteckt. Als niemand hingeschaut hat. Echt, Sheila? Hast du ihm eine Vergrößerungsantenne gemacht? Es ist schwer zu sagen, welche Konsequenzen das haben wird. Na gut, wenigstens ist Dumbo noch am Leben und Sheila hat gesagt, dass sie für seine sichere Heimkehr sorgen wird. Nun, die Zeit kann zeigen, nur die Zeit kann zeigen, ob es funktioniert hat oder nicht. Megan wirkt immer noch schwach. Wäre doch nicht schwach. Glücklich, energiegeladen, hungrig. Okay, Megan, du wirst noch einen Tag ohne Essen aushalten müssen. Scheiße. Eigentlich brauche ich auch einen Verbandskasten, aber ich muss mich gerade um Essen kümmern, bis Megan fit ist. Oder wir schicken sie, auch wenn sie nicht fit ist, los. Das wäre halt die Alternative. Geht das? Das würde gehen. Wir warten noch einen Tag. Wir warten noch einen Tag. Weil dann haben wir wirklich echt Essensprobleme und dann muss sie los. Damals auf der Erde sammelte Megan Mineralien. Nenne sie auf gar keinen Fall Kristalle. Wenn du nicht zusammengestaucht werden willst. Ich weiß nicht, wie sie diese Materialien am Sicherheitspersonal der Raumstation vorbeigeschmuggeln konnte, aber ein paar ihrer Lieblingsstücke haben es in der Shuttle geschafft. Megan mag dich, Captain, und wir brauchen diese Mineralien. Denkst du könntest sie überzeugen, ihre wertvollen Exemplare für den guten Zweck zu opfern? Oder, na, du weißt schon, zum Überleben. Wir sind ja gut befreundet, ne? Wieso sollte es nicht klappen? So, Megan. Du musst jetzt los. Du hast Megan gefragt, ob sie ihre Mineraliensammlung für den guten Zweck opfern könnte. Sie lachte und sagte: Nein, das sind meine. Bist du verrückt? Weißt du, wie schwer es war, die am Sicherheitspersonal vorbeizuschmuggeln, bevor sie wieder in ihre Ecke zurückkehrte und mit einer Geode spielte? Scheiße. Wir werden das Feuerzeug nehmen und daraus einen Verbandskasten machen. Ich hoffe, sie überlebt so lange. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ja, Captain, da muss ich protestieren. Deine selbst.
Ernennung zum Captain dieses Schiffes gibt dir nicht das Recht, deine Crewmitglieder am Kopf zu verletzen. Das gilt auch für versehentliche Verletzungen durch fliegende Suppendosen. Wenn du etwas hast, womit du die Wunde behandeln kannst, empfehle ich dir stark Gebrauch davon zu machen. Oh Gott, ich hoffe, sie wird auch so gesund. Durch Klebeband, das wär's doch. Oh, bitte. Bitte funktioniere. Oh. Sie ist wieder fit. Sie ist wieder fit. Gut, ich habe das Feuerzeug verbraucht, aber egal. Guck mal, sie kann los. Nice. So. Und ich brauche für das Feuerzeug auch nur Stein. Und wir stellen auf jeden Fall Verbandskasten her, nur für den Fall der Fälle. Wir haben einen Besucher, Captain. Ein intelligenter Roboter, der sich als Charles D12 vorstellt. Heißt uns auf seinem Planeten willkommen und bittet uns um Hilfe. Er hat sich bei einem Sturz den Arm verletzt und braucht nun Unterstützung. Dies ist sehr fortgeschrittene Technologie, Captain. Ich glaube nicht, dass wir etwas für den armen Charlie hier haben können. Aber vielleicht fällt ja spontan etwas ein. Ja, wir haben ja Klebeband, ne? Das könnte funktionieren. Dann schicken wir Megan definitiv los, hier zur Bibliothek. Und du nimmst mit den Gegenstand und die Schaufel. Vielleicht kann ich da irgendwie zusätzliche Ressourcen rausholen. Das wäre echt klasse. Oh, so. Du musst bis morgen warten, Captain, dann kriegst du Essen. Gut, wir haben alles gemacht. Ich hoffe, er gibt uns als Dank Suppe. Da muss jetzt echt langsam auch was passieren mit Thema Essen, ne? Du hast den Arm des verwanderten Roboters mit dem Allzweckmittel der menschlichen Geschichte schlechthin repariert. Klebeband. Charlie, er sagte selbst, ich dürfte ihn so nennen, zeigte sich beeindruckt und bot an, sich für den Gefallen zu revanchieren. Der Roboter verriet uns etwas über die örtlichen Gebräuche. Die mechanischen Bewohner des Planeten haben jegliche Form von Gewalt abgeschworen und Charlie versprach uns, dass wir willkommen sein und uns sicher fühlen können. Beim Abschied versprach er noch, ein gutes Wort für uns bei Freunden einzulegen. Aber da kamen doch diese Pinguine mit den Messern auf uns zu und wollten uns töten. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, werter Herr, hörst du das? Herein, herein zu Captain Cerberus, kosmischen Karneval. Oh, es geht wieder los. Oh, wir machen das Quiz, weil wir sehr intelligent sind. Ich will es einmal schaffen. Einmal muss ich das schaffen. Muss doch möglich sein. Tag 47. Oh, ich bin am Vorhang. Shit. Bevor Captain Cerberus kosmischer Karneval wieder abflog, hast du beschlossen, dich an dem Labyrinth zu versuchen. Ein endloses Wurmloch-Labyrinth, in dem der vielmäulige Zorbator hinter jeder Ecke lauert. Du bliebst konzentriert und fandest rasch den Weg nach draußen. Das 4 Meter große Clownskostüm, das die Show moderierte, zeichnete dich mit einem Gutschein für eine Winterdecke mit einem Tockwert von 13 aus. Ja. Ich hab nichts bekommen. Ich hab nichts dafür bekommen. Captain, wir erhalten eine kodierte Übertragung. Warte, Moment. Ich werd das mal ganz kurz gucken, was hier so abgeht. Wir haben momentan keine Ziele. Captain, wir erhalten eine kodierte Übertragung unbekannten Ursprungs. Es könnte sich um ein Notsignal handeln, um irgendeine Nachricht oder um so ziemlich alles mögliche andere. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir es anhören. Ja, komm, wieso nicht? Ich traue mich einiges, solange ich nicht weiß, was es ist. Später, wenn ich weiß, dass es Kacke ist, werde ich es nicht mehr tun. Gestern haben wir eine Übertragung erhalten. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Nachricht von einer anderen Gruppe Überlebender, die im Weltall gestrandet sind und um Hilfe flehen. Leider ist es nicht möglich, den genauen Standort der anderen Verschollenen zu bestimmen, aber das Wissen, dass du hier draußen nicht alleine bist, ist für dich zumindest ein tröstlicher Gedanke. Wer weiß, vielleicht wirst du sie ja eines Tages finden. Das sind aber jetzt nicht die Verbrecher, oder? Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist oder einfach nur das Glück des Dummen gepachtet hast, aber der hergestellte Gegenstand ist von hoher Qualität. Klasse. Nice. Okay, jetzt muss nur noch Megan zurückkommen. Ich weiß, du wolltest eigentlich, dass ich etwas Musik spiele, aber die einzige Frequenz, die ich reinbekomme, ist eine Art Talkshow. Zwei benachbarte Roboter streiten sich im Radio. Die Mecha-Kuh des einen ist durch einen kaputten Zaun gerannt und hat die Mecha-Blumen des anderen plattgetrampelt. Jetzt können sie sich nicht einigen, wer für das Loch im Zaun verantwortlich war. Ich glaube nicht, dass du hier unbedingt eingreifen musst, Captain, aber tu, was du für richtig hältst.
Wieso soll ich da eingreifen? Was soll ich denn da machen? Das ist eine verdammte Talkshow. Ich kann doch da nicht anrufen und sagen, hey, das ist die Kuh, die schuld ist. Du nahmst an der Radiodiskussion teil und gabst den Streit hin, den Rat, sich zu vertragen und den Schaden gemeinsam zu reparieren. Das Leben ist kurz, vergeudet es nicht mit Streitereien, Freunde, hast du ihnen gesagt. Die Übertragung brach dann ab. Heute Morgen lag eine Art Geschenkkorb vor dem Shuttle. Auf dem Zettel stand, dass dank deiner Weisheit ein Jahrhunderte währender Streit endlich beigelegt worden sei. Die Roboter schickten dir eine alte, rostige Spritze mit einer organischen Medizin. Es blieb unklar, woher sie sie haben, aber sie scheint für Menschen geeignet. Ja, wo ist sie denn? Ich habe jetzt eine Decke und eine Spritze. Wollt ihr mich verarschen? Hungrig? Einen Tag überlebst du noch ohne Essen. Alle meine Reinigungsarbeiten nach dem Eingriff an Sheila scheinen für die Katz gewesen zu sein, Captain. Sie waren für die Katz, weil du die Schuld einfach nicht aus deinem Gesichtsausdruck verbannen konntest. Es hat nicht lange gedauert, bis Sheilas Freunde und ihre Familie bemerkt haben, dass sie verschwunden war. Lange Rede, kurzer Sinn, vor deinem Schiff wartet ein paar Dutzend wütender Roboter. Ich würde sagen, dass sie nach Blut trachten, aber das wäre gegen ihre pazifistische Programmierung. Wie dem auch sei, du kannst nicht auf ewig im Schiff bleiben, Captain. Ich stelle mich denen, weil der andere hat mir versichert, dass diese Roboter nicht auf Töten programmiert sind. Das sind freundliche Wesen. Freundliche Wesen. Freundliche Wesen. Keine Fiktion? Wieso ist das rot? Hallo? Hä? Warte, ich greife gerade hier auf das Dashboard zu. Kann ich hier die Erfolge angucken? Ich muss mal ganz kurz die Erfolge angucken. 60 Parsecs alle Errungenschaften anzeigen. Die Hände voll, keine Fiktion. Erreiche ein Ende mit Tom. Okay, wir haben irgendein Ende erreicht. Wir haben es irgendwie geschafft. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Hallo? Ich will wissen, was jetzt mit dem passiert ist. Oder ist das jetzt vorbei? Es ist vorbei. Toll! Wir werden nie erfahren, was passiert ist. Wir haben irgendwie die Geschichte beendet. Wir haben irgendwie die Geschichte beendet. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Ende erreicht. Wir wissen leider nicht, was passiert ist. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte echt gerne gewusst, was passiert ist. Aber das Spiel hat rumgebackt. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag zu der neuen Folge wieder. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Das ist echt kacke jetzt, ne? Das finde ich jetzt echt nicht nice. Schade. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es einmal geschafft, ein Ende zu erreichen. Was genau passiert ist, werden wir vielleicht ein anderes Mal erfahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Seo. Tschüss.